Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Kann sein, dass hier eine Mandarine drin ist. 3 Monate. 3 Monate. Aber ich gehe nochmal ganz schnell auf Toilette. Wir machen wieder einen Timer an. Timer. Wie lange soll ich für Toilette brauchen? 20 Sekunden? Was denkst du? Was für 20 Sekunden? Eine Minute. Eine Minute. Klingt fair, oder? Eine Minute. One, two, three. Wie lange war ich zu spät? 200 Euro? 200 Euro, was? Verarsch mich wieder, das ist keine 200 Euro. Ich sehe gar nichts. Ich sehe nichts. Kann ich hier das sehen? Inklusiv rum. Ich bin so lost. Von wem war das denn? Von wem war das? Ich habe hier keine 200 Euro stehen. Ich glaube, die verarschen mich alle. Die verarschen mich alle. Die verarschen mich alle! Die. Ich fall immer drauf rein. Was war die Scheiße? Unge ist live auf Spotify. Hä? Ich habe einen Handschuh leider nur, deswegen machen wir den anderen auch mit. Unge ist live auf ZDF? ZDF live? Ich bin sehr gespannt, was hier drin sein wird. Nein, mein Wasser fällt runter. Okay, wir haben hier einmal, das sind fleischfressende Pflanzen. Hä? Das ist aber jetzt kein Scherz, oder? Ist das jetzt echt? Ist das ein Scherz? Soll ich meine Mama holen? Soll ich dir mal das zeigen wieder? Dann mache ich wieder Speedrun und hole ich das. Habe ich gerade meine Mutter ein Objekt genannt? Ich meine, hole ich sie. Komm kurz rein. Siehst du das? Hier. Das hier. Der hat nochmal 450 gespendet. Insgesamt 1000 Euro. Das kann nicht sein. Wir haben ein Paket vom Gott Usopp. Wie gesagt, der hat nicht seinen echten Namen angegeben. Also werde ich einen Haufen Scheiße erwarten. Auf eigene Gefahr öffnen. Soll ich reinstechen? Egal. Please Bombe, da schreibt jemand Please Bombe. Willst du mich verarschen? Da will jemand, dass ich draufgehe. Ich mach doch mal den Handschuh ab, weil der ist echt sehr störend. Wir haben hier einmal, darf Kevin zum Spielen kommen? Es fängt schon mal sehr scheiße an. Hallo Nitino, mein Kugelschreiber war gerade so scheiße, dass ich mir einen anderen suchen musste. Sehr schön, um zu wissen. Vielen Dank. Ich feiere deine Videos, alle bringen mich immer aufs Neue zum Lachen. Hahaha, so genug geschleimt. Ich habe hier noch Einhornkacke. Einhornpoop. Ich hatte eigentlich vorgehabt, das zu essen, aber dann habe ich das doch nicht getan. Ich habe dir ein paar Bilder von Tauben ausgedruckt mit einem Pfeil oder ähnliches im Körper. Was? Hoffentlich ist es gefotoshoppt wegen Unge und Humans Right? Was? Dazu habe ich noch ein wenig Müll beigepackt, den ich noch loswerden wollte. Vielen Dank für deinen Müll. Ich hoffe, die Taubenvögel gefallen dir oder sowas. Gesellschaft. Wir haben hier einmal. Was auch immer das sein soll. Was macht man hiermit? Was ist das? Was ist das? Was mache ich hiermit? Das sind Wasserbomben? Aha. Das funktioniert gar nicht. Was ist das für eine Scheiße? Du hast mir Müll geschickt. Vielleicht muss ich das an einen Wasserschlauch, oder? Oh yeah, baby. Was haben wir denn hier noch? Noch einmal. Danke. Noch einmal. Danke. Noch einmal. Danke. Puh. Dann machen wir weiter. Aber hier. Wie heißt der Typ nochmal? Ist das nicht Andreas oder so? Ist das Parfüm? Cheesecake steht hier drauf. Nikotinfrei. Ist das für eine E-Zigarette? Kann man das anzünden? Nee, leider, leider brennt es nicht. Cool, dankeschön für den Nikotingeschmack. Ich habe eigentlich zuerst vorgehabt, das zu trinken, aber dann habe ich gedacht, ich werde sterben und dann habe ich es gelassen. Dann haben wir hier noch
Fußballkarte. Will er mir damit sagen, dass ich so aussehe wie er? Hat der Mann Lego-Haare? Will er mir sagen, dass ich Lego-Haare habe? Weil der sieht schon echt aus, als ob der Typ Lego-Haare hat. So, dann haben wir mal wieder ein paar Kondome. Man kennt's. Ich bin gespannt, ob der hier Löcher reingepikst hat. Wenn du hier Löcher reingepikst hast, dann hasse ich dich. Die wirst du auch nie brauchen. Wie bitte? Was willst du mir damit sagen? Du kannst mich mal. So, ist da ein Loch drin? Jetzt kommt. Ich hab den falsch rum. Oder? Scheiße, das war doch nicht falsch rum. Wie geht das? Ich bin wieder verloren. Wie mache ich das hier auf? Ah, so. Nee, da ist kein Loch drin. Er hat kein Loch reingemacht. Vielen Dank für die Kondome. Werde ich trotzdem nicht benutzen. Na, was ist das? Wir haben eine Kamera. Die hat Geräusche gemacht, als ob die gleich explodiert. Ich schwör's euch. Okay, ich dachte kurz, ich kriege einen Stromschlag, aber anscheinend doch nicht. So, wir haben hier noch. Warum ich so zitter? Ich bin nervös. Ich schwör's euch. Und ich habe so einen Zitteranfall. Also mein Bruder hat das auch, der, wenn er seine Hand stillhält, der zittert immer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine Person, eine Part für Breakdance. Geil, danke. Wo kann ich das verwenden? Steht das irgendwo drauf? Hermann Bonner U. Söhne. Hermann Bonner U. Söhne. Gibt es das? Gibt es Hermann Bonner U. Söhne? Hermann Sommer U. Böhne. Da, mit dem darf ich fahren. Da ist er mega geil. Ich habe eine freie Breakdance-Tour mit dem. Hä? Ist ja mega geil. Hä? Hä? Ist ja voll geil. Soll ich den mal anrufen? Soll ich mal anrufen und fragen, ob ich einmal mit dem eine Breakdance-Tour machen kann? Da steht da wirklich drauf, ich schwör's euch. Hier, da steht drauf. Hermann Bonner? Nee, Sommer. Ich habe Sommer eingegeben, bin ich dumm? Hermann Bonner steht da. Egal. Ich rufe den trotzdem an. Ich rufe den Hermann. Hermann Sommer rufe ich einfach an. Ich frage, ob er mit mir eine Breakdance-Tour machen möchte. 049 8 9 München. Willkommen bei Noventi. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr sowie freitags von 8 bis 13 Uhr. Gerne können Sie uns Ihr Anliegen auch per Mail senden. Halt's Maul, du Tusse! Ich wollte mit dem Herr Sommer Breakdance fahren! Was ist das für ein Scheiß? Warum kann ich nicht einmal das kriegen, was ich möchte? Scheiß Hermann Sommer, du kannst mich mal. Wir rufen da morgen an. Ich schwör's euch, ich rufe da an und frag dem, ob er mit mir Breakdance fährt. Hier steht sein Name drauf. So, dann haben wir hier noch. Keine Ahnung, was das hier ist. Aber cool, vielen Dank dafür. Und wir haben Bild von Taube. Und Bild von Taube. Okay, soweit war das alles. Da war schon ziemlich viel Müll drin. Aber es ging. Es war gar nicht mal so schlimm, wie ich dachte. Das hier ist sogar ziemlich cool. Sonst, naja, sonst war es halt nichts so krasses.